Lauf, du Klötendödel! Oh yeah. Er hat einen Mann umgebracht! Haltet ihn! Haltet ihn! Ich durfte das noch nicht! Ich möchte auch jemanden umbringen. Also einen Mann, also hier ein Typ sie auf der Straße und so, ne? Moin, ich bin auch wieder da. Ach Leute! Ey, ey, also, hallo? Der wollte gerade nicht. Oh Mensch, du kleiner Schlawutzki, du kannst doch nicht abhauen, das weißt du doch. Moin! Na? Schau euch den Kopf weg hier! Und nicht nur den Kopf, auch hier andere Sachen, die nicht mehr gebraucht werden. Genau, brech den Fuß oder den Arm oder mach sonst irgendwas. Schläger in Mülltonne werfen. Okay. Tudelululu. Tschüssi. Spaß. Also, was sagt man nicht hier? Wir sind doch hier auf YouTube und nicht sonst wo. Minkschläger besiegen. Komm mal runter weg! Mit Schmuck ist hier! Ey, von hinten geht schon mal gar nicht, ne? Also da bin ich, da habe ich was gegen. Da habe ich eine Allergie. So, Ming besiegen. Das machen wir. Dem hau ich die Fresse ein. Und rasiere ihm den Kopf. Ah ne, er hat ja gar keine Haare. Autsch. Ich dachte gerade schon, das klappt nicht. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich habe es zwar schon länger nicht mehr gespielt, aber ich liebe dieses Spiel. Winston knows this area. You fuck with us, and you'll regret it. Okay, okay, but please, make sure Dog Eyes doesn't kill me. Ah, fuck. Hey, hey, watch it. Och, nö. Ich wäre eingepimpelt, eingesperrt. I'm Inspector Tang. Hallo. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime, and now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But, sir, I have it on record that he's Sun on Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad, and not only is it against protocol... Well, for God's sake, Tang, he's one of us.
What? Jesus, Pendrew, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei. We can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Ja, lass den Kegel das mal machen, der macht das schon. Der Prügelknabe ist wieder da. So, Missionspunkte 407. Highscore, yeah. Erhalte eine Belohnung. 270 DX. Achso, wahrscheinlich ein Auto. IF-Bericht über Sam Doc Eislin. Und sicheres Haus in North Point. Yeah. Schön. Erhalte eine Belohnung. Offizielles UFG-T-Shirt. Luchador Wrestling-Maske. United Front Games Bizarre. Oder Bizarre. Noch ein anderes Auto. Okay. Und Rikos Outfit aus Just Cause 2. Was? Ich habe zwar Just Cause 2 bei Steam, aber... Okay, ja, gut. Hey, komm, also ich nehme alles, was ich kriegen kann. 5 Whale T-Shirts. Okay. Noch was? Komm immer her! American Gangs and Asian Ones don't compare to the Clients. I don't like this cocky little fucker. You need to be more careful, Wei. Much more careful. Guten Morgen! So, na? Soweit alles im Grün? Scheint ja so. In ihrem sicheren Haus gibt es ein Bett, einen Kleiderschrank und eine Videoüberwachung, mit der sie auf gehackte Kameras zugreifen können. Jo, können wir jetzt erstmal vielleicht auf die Karte gucken? Das geht, das ist ja Bombe! So, Einsatzziele, Überfall und Lieferung und neuer Fall verfügbar. Der neue Fall wäre hier drüben und hier wäre dann Überfall und Lieferung. So. Hä? What the fuck? Sehr komisch, aber okay. So, Wegpunkt setzen, Einsatzziele, Zoom, die Legende... hallo? Irgendwie kann ich die gar nicht anstellen, aber okay, das ist ja alles soweit im grünen Bereich. So. Drücken Sie mehrmals M, um Ihre Primärziele durchzuschalten. Okay. Wir haben soweit die Energie komplett, das heißt, wir können einfach hier aus der Blitze raus. Hallo? Was it do? Hmm? Supposed to make your man stay hard for 3 hours, Does it give him rhythm? Or make him want to use his mouth a little? Aha. I wish. You're going to need more than herbal medicine to make that happen. Interessant. Ihr könnt ruhig weiterreden. Ich, hab nur ein bisschen zugehört. Also nichts Besonderes, ne? Holen Sie Ihr Motorrad aus dem Parkhaus. Warum sollte ich das tun? Ich könnte auch mir ein Auto aus dem Dings rausholen, aber ich mache es einfach nicht, weil ich jetzt dieses Ding hier nehme. Weil ich es machen muss. Besuchen Sie Apotheken, Jungs und gemischt war. Ja, um noch irgendwas zu machen. Okay, ja gut. So. Halten Sie Space für eine Notbremsung. Okay. Hui! Das macht Spaß! So, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich vielleicht doch erstmal eine kurze Aufnahmepause mache. Obwohl, die Aufnahme läuft ja gerade erst 40 Minuten. Ach, ist ja scheißegal. Ich denke mal, mit den Einstellungen soweit, es müsste eigentlich soweit klappen. Wir hauen jetzt einfach gleich die nächste Mission raus.
Die Frage ist nur, wo wir jetzt hinfahren wollen. Weil da bin ich... Huch! Da bin ich jetzt noch so ein bisschen zwiegespalten. Ach komm, wir fahren einmal zum grünen Punkt hin. Mal sehen, was da passiert. Da sind gerade die Tonnen umgefallen. Hallo? Sorry, ich muss ja mal ganz kurz hier gedingsen. Da. Wait, you okay, man? You look like someone took a shit on your face. Jackie, I'm just a little frustrated, stuck being Winston's errand boy. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy. He'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes you gotta just take it. Totally, man. It's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, it's good for Dog Eyes, but that might be too much for too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level Lanyard looking after it. We boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. You'd have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world. Okay. Zum Lagerhaus fahren und ich darf mal wieder fahren. My uncle's a chop shop around the corner. Call it a pre-stolen ride. I'm thinking I'm gonna get a steady girlfriend. Oh yeah? What do you think of you, May? You're not worried that she doesn't want to talk to you? Hell no. If I let that stop me, I'd never ask anybody out. What about you? You ever think of finding somebody? A relationship. Wouldn't really work with my life right now. Sure it could. Look at me. You're one of a kind, Jackie. What's all the crap in the back? The haul from my last score, baby. Haul? What haul? Tires, CRT monitors, a whole bunch of stuff. Who the hell steals CRT monitors? It's worth something, right? Och, Leute. Warte mal ein bisschen fixer hier weiter. Dog Eyes boys know it was us. There should only be a few guards. Keep dungeon right. So. Hallo! Ey, der pinkelt da hin. Glaub ich ja nicht. Come and get me! Ich bin ja gerade mitten in der Arbeit. Was soll denn das hier? Jedes Mal dasselbe hier. Mit der Stirnfriede.